Herzlich willkommen zurück zu meinem, deinem, unserem Let's Play Empyreon Galactic Survival. Heute werden wir mal den Klotz ausführen. Klumpen und Klotz kennt ihr ja bereits. Vorher muss ich noch ein bisschen Nahrung naschen, meine ich. So, drei Büchsen haben wir dabei. Die Munition packe ich nochmal weg. Das werde ich hoffentlich nicht brauchen. Baust du denn schon irgendwas? Ja, du baust Eisen nach. Dann kannst du noch ein bisschen Kupfer nachbauen. Ach, da gibt es doch auch noch Munition. Können wir doch alles mitnehmen und verballern. Hier gibt es das Cockpit noch, das bleibt aber auch. Und dann... Was baue ich denn sonst noch, während wir jetzt nach da drüben mal reingucken? Was gibt es denn noch Schönes? Für die anderen Sachen brauche ich erstmal den großen Konstruktor, den verbesserten großen Konstruktor. Habe ich denn überhaupt schon alles geskillt? Ich habe da noch 273 Punkte. Wo kommen die denn her? Hat er wieder vergessen, mit dem Level abzuskillen? Ja, hat er. Was gibt's denn noch? Pulslaser. Artilleriegeschütz. Reichweite 1000. Metallkomponenten. Elektronik. Motor. Kabel. Erweiterte CPU. Das ist ja geil. Für großes Raumschiff. 1000, das reicht doch bis drüben hin. Da schmeiße ich mein Schiff hier an, da geht ja schon das Feuer automatisch los. Das muss ich testen. Hier haben wir alles. Hier sollten wir alles haben. Ja, haben wir alles. Hier haben wir auch alles. Hurra. Hurra, hurra. Haben wir auch alles. Hier auch. Dann fehlen nur noch die Waffen. Lasergewehr. Reichweite 600, Schaden 130. Das ist doch schon wieder eine ganz andere Hausnummer wie mein Gewehr. Na, hätte man auch früher mal nachgucken können, Globby. Plasmakanone. Range und Nahkampf. Ach man. Dann kann man die denn hier jetzt bauen überhaupt? Scharfschützengewehr, Raketenwerfer, Minigun, Schutzgewehr nicht, Vollhunter. Es sind alle für da draußen. Natürlich nicht. Also ist das erstmal nicht so tragisch. Und habe ich für das Große eigentlich schon geguckt? Nö. Railgun. Hier bleibt's auch bei dem. Ja. Für Smallfässer bleibt's auch bei denen. Und fürs Große? Raketenwerfer, Kanonengeschütz, Minigun-Geschütz. Ja, also brauche ich dann doch erstmal die Materialien für den Großen. Ah, nein, falscher Knopf. Das. Ja, ich habe immer noch nichts im Bau. Tag weiter. Manu! Basisbodenkleider. Kleines Raumschiff. Boah, dann brauchen wir ein großes. Gehärtete Stahlblöcke, haben wir die noch? Ja, die Frage ist wie viele, nicht? Haha. Stahlblöcke? Gehärtete Stahlblöcke. Na, 27 ist jetzt nicht gerade viel. Kannst du da? Dazu ist ja da. Baumel, während wir weg sind.
Wir haben schon gut verbraten dafür, ne? 300. Hier erstmal nichts weiter. Und hier baust du für das große Raumschiff. Richtig, gelb ist Capitale Vesse. Korrekt. Eine Automatik. Einen Aufzugsblock. Ja, so groß wollte ich es nicht bauen. Ist da ein Konstruktor rein? Für unterwegs? Hm. Zum Vorort bauen? Das frisst doch alles nur Platz! Eine Frachtbox auf jeden Fall, dass ich Mist mitschleppen kann. Große Munitionskiste auf jeden Fall. Zwei. Eine Innenbeleuchtung schätze ich mal jetzt 4. Klonen kann man immer natürlich schon die fortgeschrittene Medizinstation mit einem großen Sauerstofftank. Eine Sauerstoffstation. Wenn schon Kühlschrank, dann T2. Damit brauche ich keinen Foodprozessor mitnehmen. So viel möchte ich auch wirklich gar nicht mitnehmen. Generator klein, nein. 1, 2, 3. Ahahaha, ja, so viel geht ja gar nicht. Eminem? Haha, ein flacher. Ja, da müsst ihr durch. Als Lurch, wenn ihr groß werden wollt. Ja, den kanntet ihr auch schon. Ja. So, bauen wir den Klammer dort fertig. Dann kann ich hier wenigstens noch 3 Tanks in Auftrag geben. Die werde ich sicher brauchen. Oh, dann muss ich wieder Promethium organisieren. Das waren 4. Das sind jetzt 3. So, mit O. Jetzt wird's lustig. Oder auch nicht. Noch ist dunkel draußen. Drinnen ist ja bekanntlich Licht. Solange man einen Schalter hat. Du hast noch was ganz anderes, Freundchen, wenn ich dich so, oder wenn ich dir so zuhöre. Ja, was? Hier sind auch noch Gehärtete. Okay. Ach, das war ja für unterwegs, falls was kaputt geht. Gedacht. Munition ist reichlich an Bord. Dann drücke ich nochmal die Raketenwerfer durch. Du hast keine Munition. Jetzt hast du Munition. Sieht man unten rechts, ob die durchgeladen haben oder nicht. Also nachgeladen, fertig geladen. Ja, haben alle fertig geladen. Wieder rein. Maschine an. Jetzt gucken wir mal, wo geht's denn hin? Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Spaceport. Oder gucke ich hier mal. Aber da werde ich von allen Seiten gleich beschossen. Gibt's hier noch was Lustiges? Ja, lustig wär's schon. Da bin ich hier über den Felsen und dann... Abi Galoppi erstmal schön gedreht. So, du auf. Oh, schwer zu steuern. Was haben wir denn für einen Schwebeabstand? Da drin nichts. Der ist noch zu klein. Mit was? Mit 20 fahre ich hier? Hoppala. Ich komme nicht mal auf die Geschwindigkeit, die ich bräuchte. Aber die haben mich schon gerochen. Aber wer? Ach, das sind meine, die hier schießen. Seid ihr verrückt? Hört ihr auf? Voll einstellen. Aber, ich hab doch keine Munition mehr, wenn ihr so weiter ballert. Au. Thank you.
muss doch erstmal. Also schön bis. Ich brauche ein Raumschiff. Hört ihr mal auf, hier zu bauen? Da ist der Ball. Da ist der Feind. Da ist der Feind. Da ist der Feind. Genau da ist der Feind. So, mit O. Und jetzt gucken wir mal hier drüber. Auf was du schießt. Auf jeden Fall hat es Krachbumm gemacht. Also das Ding ist nicht zu lenken. Da scheint noch Ruckel was zu leben. Aha. Kann ich nicht mehr kaputt machen? Warum nicht? Ja. Also mit dem Gerät hier irgendwas zu machen, ist ein bisschen sinnlos. Das macht ja alles kaputt. Ist der Kern denn schon zerstört? Dann könnte ich ja auch... Ja, da es ist alles kaputt. Alles kaputt. Dann war das wohl mal ein Satz mit X. Das war wohl nix. Gibt's denn hier drüben noch irgendwas zu holen? Nein. Die beiden liegen noch da, dann würde ich halt die. Das ist ja jetzt schade. Und da hatte ich mich so drauf gefreut. Es hätte ja auch wenigstens für den großen Konstruktor reichen können. Mit dem Loot. Aber das macht nichts. Dann bauen wir uns ein großes Raumschiff. Oder ich probiere es mit dem kleinen. Aber das werden sie mir bestimmt zersägen. Denn ihr habt ja auch gesehen, wie schön die hier zurückgeballert haben. Aber vielleicht kriege ich auch noch was gelootet. Ja, na klar, deswegen haben die alles kaputt gemacht, oder was? Die haben auf das Ding gezielt? Ist ja mal. Aber witzig. Aber witzig, ja. Jo, ein bisschen was gibt's. Ein bisschen was. Huch, du hast mich gerochen? Ja, na klar. Ja? Ach, hat doch noch gereicht. Hätte ich ja gar nicht hopsen brauchen. Ja, aber wie ich sehe, sehe ich hier noch ein bisschen was. Aber nicht mehr viel. Rudel doch mal nicht so. So, hier ist... Geht's hier schon raus? Ja.
Ach man. Da habe ich schon das andere Ding kaputt gemacht. Die Hyperion Dingensbummenskirchens. Jetzt habe ich die Base hier noch kaputt gemacht. Ist irgendwas Verstecktes? Nein. Jetzt könntest du aber auch mal das Licht anmachen. So, was gibt's hier noch? Reste von der Einrichtung. Und hier auch nichts. Schade. Und hier auch nichts Verstecktes. Die Basis war einfach zu klein. Ja. So richtig gelohnt hat sich's nicht. Gibt's denn hier noch irgendwas drauf? Was ich wieder kaputt machen kann? Huch. Hier ist ein Landeplatz. Und hier geht's rein. Aber nicht weit rein. Und hier war genau das. Ja, dann war bestimmt auch nicht sehr viel hier drin. Ach man. Aber ja, was essen könnte ich jetzt auch. Und wenn ich... Was? Ja, dann mach mal. Wenn ich noch Munition da habe, wird's lustig. Also hier dürfte ich noch haben. Hier ist gut kaputt gegangen, aber nicht so viel, wie ich dachte. 1, 2, 3, 4 Geschütze sind noch da. Oh, es rauscht. Es rauscht im Hintergrund. Da ist er. Da ist der Feind. Super. Wegen einer Drohne. Hier ist nichts passiert. Ne? Was? Du warst doch aber schon angeschossen, oder? Da. Und hier? Immer noch nichts Verstecktes? Nö. Aber eine Drohne. Ich muss mich ja jetzt hier mit wenig zufrieden geben. Aber noch nicht. Der Loot, den ich eigentlich was wollte. Ja. Bringst du schon wieder neue Leute? Also hier hast du jetzt noch keine abgesetzt. Aber. Achso, ja, hier würde ich auch mal. Reparieren. Ich würde ja kommen. Ausrichten. Ich könnte ja. Schießen.
Karten, wo du hinschießt. Nein, kannst du nicht. Ja, das ist jetzt klar. Das wird ja alter. Dann fahr ich mal hier. Und gucke mal grob, in welche Richtung ich muss. Nach Hause geht's. Da lang. Kann ich hier irgendwo abkürzen? So richtig nicht. Transporter, ja. Kannst du ja machen. Kannst du ja machen. Bin ich gut? Ja, ist ja. Hier wollte ich schon was haben. Da ist er wieder! Da. Mädels? Genau. Ja. Ach, dann halt mich. Ihr habt eindeutig zu viel Munition. Ich kann sie leider von hier drin nicht steuern. Aber, wie ich aus dem Augenwinkel bereits sehe, jetzt ist aber mal gut hier. Maschine aus. Wir sind bereits über die 20 Minuten hinaus. Ja, steht's überall. Und hier kommt der Truppentransporter zurück. Mädels? Einmal dürft ihr noch versuchen. Holt ihr den mal runter? Ja, er ist unten. Aus, die Maus. Raus. Looten, looten. Den, ups, müssen wir noch. Oh, da kommt ja noch was. Hast du fertig? Ja. Nein. Wie viel geht denn da in dich rein? Ups. Das sah jetzt komisch aus. Ja. Jetzt aber schnell. Schnell zu schnell. Nein. Hier. Ja. Naja. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Aber wir wollen uns mal nicht beschweren. Schlechten Loot sind wir in dieser Folge ja leider gewohnt. Also, ich bedanke mich für eure Geduld. Den bringen wir später nach Hause und reparieren den. Vielleicht sehen wir ja uns dann in der nächsten Folge zu meinem, deinem, unserem Let's Play Empyreon Galactic Survival. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski!